Dann ist jetzt automatisch wieder die Quest, begib dich zur Urmutter. Genau die wollen wir ja als nächstes machen. Mutters Wiege. Hier hätten wir noch eine Metallblume. Und da müssen wir hin. Würde ich aber sagen, die nehmen wir noch mit. Die liegt eh auf dem Weg. Die da oben wird sicher lustig. Dann schauen wir mal. Und nach der Quest, also nach der Hauptquest, dann machen wir uns an die Brutstätten. Ich habe heute schon gesagt am Anfang, ich werde heute ziemlich zeitig Schluss machen. So gegen 12 Uhr. Weil wir morgen in der Früh aufstehen müssen, einen Termin. Oh. Glaubt, da müssen wir außen rumlaufen. Deswegen kann ich heute nicht so arg überziehen. Wir schauen doch auf das hier, oder? Auf Mutters Wiege. Was ist denn das, wo wir hier sind? Vorsicht da unten! Beckenhaupttor. Bringen wir es hinter uns. Au. Thank you.
Au! Klappt ja mal gar nicht. Da kann man jetzt. Ach, Hammer. Raus da. Toll, jetzt können wir wieder Blümchen sammeln. Hi ho, Starbuck. Na, wie geht's dir? Wie war dein Sonntag? Das hat... Ja, nix da. Jetzt gehen wir voll rein hier. Sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zugang. Metall und Asche. Ja nicht so gut aus. Boah, fu, Alter. Ich weiß nicht, ob Nein, wir müssen da lang. Sieht auf jeden Fall sehr übel aus hier. Ich schaue jetzt mal, ob ich das fette Monster umgehen kann.
wie hier halt alles in Stücke gerissen ist, ne? Als allererstes brauchen wir mal wieder Blümchen. Klar, das Lagerfeuer ist da unten. Hier runter und dann so rüber. Das probieren wir. Das Becken ist... Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Tja, ey Leute, müssen wir wohl wieder aufbauen. Gehört. Vogelgesang. Noch nie war es hier im Becken so still. So. Okay, jetzt haben wir hier wohl auch... Wow. Ich habe die Vermutung, wir kommen da nicht so sneaky einfach rein, wie ich mir das vorgestellt habe. Lalala. Triffst mich nicht, triffst mich nicht. Ich will jetzt erstmal da drüben die Metallblume haben. Und ich glaube, es wäre bedeutend einfacher gewesen, hätte ich das vorher geholt. Thank you.
Leicht ist was anderes. Wow. Brauchen als erstes mal ganz dringend Heilkräuter. So, wo sind hier Kräuterlies? Ach, ich bin schon mitten im Gebiet. Das nehme ich für unterwegs mit. Wo ist die blöde Blume? Sie muss irgendwo hier oben sein. Haben wir hier irgendwas? Ich will doch nur diese doofe Blume haben, Mann. Wahrscheinlich schon wieder draußen, oder? Nee, nicht einmal. Die Blume ist echt doof.
So, hier sind wir aber definitiv nicht einmal. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Da müssen wir durch. Okay, das Teil, das lassen wir jetzt mal. Das finden wir jetzt eh nicht. Sind wir wahrscheinlich genau auf der falschen Seite. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ich versuche gerade irgendwie hier die Hauptmasse zu umgehen. Ist schon wieder ein verdorbener Donnerkiefer. Echt jetzt? Schon. Mehr Eclipse. Tatsächlich ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Genau! Lass den Berg einstürzen! Das sehe ich ja jetzt erst. Hi-ho, Sigmorley! Da steht, besiege die Invasoren. Das heißt, ich habe so die Vermutung, ich kann da gar nichts vorbeisneaken. Sigmorley, wenn du gerade da bist, das Herz der Nora, kann ich mich da vorbeisneaken oder muss ich echt alle killen? Ja, da bin ich. Oh, die Tische wieder leer. Okay, nur den Eingang freikämpfen. Okay, das kriegen wir hin. Thank you.
Jetzt holen wir uns doch den. Durch euer eigenes Grab geschaufelt, Nora. Das wird eure letzte Ruhestätte. Wenn wir ihr Nest geknackt haben, schicken wir die Dämonen rein, um es zu beenden. Er kommt aber nicht hier hoch, oder? Nur Wilde versuchen sich in einem Kern. An Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Roboter! Ich habe was gesehen. Und Sona, sie leben! Alter, was mache ich denn hier? Und verdammt, du wirst sterben! Mama. Was mache ich denn? Den wollte ich. Die Göttin richte dich! Wir rauben bei ihm erstmal. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Ba. Komm schon. Vernichtet es! Au! Verderbnis wird nicht siegen! Bin doch nicht so weit gekommen, dass mir ein scheiß Donnerkiefer. Jetzt die ganze Tour vermasselt. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Ja, geh halt weg von mir! Und verdammt, du wirst sterben! Ah, komm jetzt! Die Göttin richte dich! Daneben. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon. Erledigt es. Oh. Au. Yes!
komm schon. Wo bist du nur hin? Ah! Wir haben's geschafft. Aloy hat's geschafft. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir würden sterben. So, Entschuldigung für die Cam. Aber da war gerade irgendwie keine Zeit mehr. Der Laserstrahl ist am nervigsten. Ja, der hat schon ein paar Teile. Das weiß ich tatsächlich. Hey, du ups. Hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Boah, wie ich diese Tessra oder Lestra oder wie die heißt, einfach nicht leiden kann, ne? Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann wofür? Du wirst sehen. Eigentlich wollte ich ja nur looten. Na, gib doch auf hier. Die liegt aber unten. Zuerst die Kälte, dann der Schnee. Was hast du eigentlich zu Cyrodiil gesagt, oder soll ich es lieber selber nachschauen? Am besten ist selber nachschauen. Aber einer meiner Kommentare dazu war, da war das Mikro aber, soweit ich weiß, gemutet. Bin mir nicht sicher. Meine aber, uff. Nur mit einem anderen Gesichtsausdruck. Aber alles in allem, ja. Das ist wieder so eine Waffe, die brauchen wir nicht. Wieso kann ich hier nicht speichern? Hä? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Haben die einfach den Speicherpunkt hier? Wo speichere ich denn jetzt hier?
Würde man sagen, gar nicht. Ich habe zu einer gewissen Hinsicht, ich glaube, ich habe sie im Stream nie angedeutet. Ich hatte eine Vermutung. Aber dass sie echt so bescheuert sind. Also ich hätte sie für schlauer gehalten. Dachte man so, nee, sie haben mit dem Schwärmen und mit den Kampfbots und so, ne, KI. Sie waren so bescheuert. Einmal, aber kein zweites Mal. Ich habe mich getäuscht. Aber auf jeden Fall mega Hammer Story.